Ich hätte gedacht, das ist Granit, aber es ist eine Fliese. Dieser Dieselsprit ist komplett geruchsneutral. Was ist denn hier los, bitteschön? Eine Bohrnadel, der Herr ist heute etwas feiner unterwegs. So, Freunde, ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin heute hier in Nürnberg auf der Galabau 2022. Man kann wieder auf die Messe gehen, man spürt das auch, weil hier ist richtig was los. Ich werde mir heute mit euch mal einige schöne Sachen angucken. Ein paar Werkzeuge vielleicht, vielleicht auch was in Richtung Baumaschine und Sachen, die weder ich noch ihr kennt. Also los. So, Freunde, ich habe mir mal gerade einen Trennschleifer geschnappt mit Akku von Husqvarna. Das ist schon ein ordentliches Moppelchen. Das ist nicht die kleine Version, die gibt es auch noch. Und ich habe gefragt, wie groß ist das eigentlich? Was kann man damit machen? Und dann haben mir die Kollegen hier am Stand erzählt, dass du im Prinzip hier diesen Verbrenner damit ersetzen kannst. Und du hast sogar noch hier eine größere Schnitttiefe, 145 mm mit einem kleineren Blatt. Bei dem Verbrenner hast du 125, brauchst aber dafür schon ein 350er Blatt. Und ich sag mal, relativ leise, obwohl ich natürlich jetzt nicht säge, aber jeder, der das kennt, weiß natürlich, das Ding macht allein schon so Alarm. Es ist auch ein Blatt hier verbaut, was lärmarm ist, also du wirst es natürlich immer noch hören. Man hat mir sogar gesagt, das Thema hier mit Akku wird immer interessanter, weil oftmals ist das schon ausgeschrieben, dass du also das Gewerk nur noch ausführen kannst, wenn du mit sowas auf die Baustelle kommst und nicht mit so einem richtigen Moped mit 70 Kubik. Gewichtsmäßig sind wir auch ungefähr gleich, akkumäßig haben wir aber natürlich hier nicht so viel Energie wie der Bursche jetzt hier in seinem Benzintank. Wir haben hier rund 375 Wattstunden. Akku arbeitet mit 94 Volt, also auch nichts, was ihr jetzt unbedingt einen Akkuschrauber habt. Ausdauer hat man mir gesagt, ungefähr 12 bis 15 Minuten richtig Vollgas, also nonstop. Es gibt auch noch einen Akku, der doppelt so groß ist. Ist natürlich dann auch schwerer, aber der Preis ist auch ein bisschen schwerer. Für den Verbrenner in der Kategorie ungefähr 1000 Euro netto, hier 2,9 im Set mit zwei Akkus, Ladegerät, quasi alles im Set, aber eben noch eine Hürde, bloß du hast natürlich jetzt hier überhaupt keinen Stress mehr mit Vergaser einstellen, Vergaser reinigen, Zündkerze, Luftfilter, hast du alles nicht, weil hast Elektro. So, es grünt so schön auf der grünen Wiese. Wenn du einen Rasen hast, dann hast du natürlich heute, wenn du State of the Art bist, einen Mähroboter. Die von Husqvarna sollen ganz gut sein. Wenn dir das Ding zu klein ist und es muss was Größeres her, dann kannst du mittlerweile sowas hier haben. Kein Problem, macht hier bis 40.000 Quadratmeter. Es gibt sogar noch einen Kollegen, der ist noch etwas größer. Der kann dann bis 50.000 Quadratmeter. Und jetzt habe ich mir gerade mal angeeignet, mit einer schnellen Recherche vor Ort, du kannst die auch quasi in einem Club mähen lassen, also im Verbund. Das heißt, dann hast du drei Rasenmäherroboter, die sind untereinander Buddies, die verstehen sich dann super und die gehen dann zusammen auf die Pirsch nach dem großgewachsenen Grashalm. Ich werde sofort dabei, aber ihr müsst ein bisschen Kleingeld erstmal beiseite legen, denn so diese Antriebseinheit und dann diese Mähereinheit, die entsprechend auch Razor genannt wird von Husqvarna, die liegen so um die 30.000 Euro zusammen. Damit ist klar, das ist eher so die Gewerbeschiene, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, du bist hier gerade mal im Besitz eines Fußballstadions oder eines Sportplatzes, dann wäre das ja vielleicht eine runde Sache, ne? So, ich laufe gerade an einem Stand vorbei, wo es WPC-Dielen gibt und die sieht man immer mehr, sowohl privat als auch in öffentlichen Räumen, und ich habe mir gedacht, ich nutze mal die Gelegenheit, um hier die Kollegen mal gerade zu fragen. WPC-Diele. Erklär noch mal kurz, wie wird das gemacht? Ist das Holz, ist das Plastik oder ist das beides? Oder ist Plastik minderwertig und wir sagen Kunststoff? Oder was ist es überhaupt? WPC ist ein englischer Begriff, heißt Wood Polymer Composite, mal auf Deutsch übersetzt Holzverbundwerkstoff. Beim WPC kommt es darauf an, ich habe die Holzfaser und bei der Produktion wird der Kunststoff gezwungen, sich um die Holzfaser zu legen, und dadurch bekomme ich hervorragende Materialeigenschaften, die wesentlich besser sind als das Naturmaterial Holz. Ich kann das mit dem Hochdruckreiniger reinigen, es hält wesentlich länger. Wir gehen von einer Lebenserwartung von 25 bis 30 Jahre plus aus und das schaffen nur die allerbesten Hölzer, und wir nehmen eigentlich klassisch vom Tropenholzmarkt weg und sind deswegen besonders nachhaltig. Was für klassische Hölzer gibt es denn? Die sibirische Lärche, was jetzt kein Tropenholz ist, aber schon wenn es in die Richtung geht, beliebte Hölzer wie Bankirei, Masaranduba, Ibe, Afrikulo, das sind alles Hölzer, die außerhalb von Europa kommen und
Wir fertigen am Standort Deutschland mit deutschen Hölzern, mit deutschem Kunststoff und wir haben komplett made in Germany und wie gesagt, deswegen besonders nachhaltig. Wo sitzt ihr? Im oberfränkischen Redwitz an der Rodach. Achso, jeder wird es kennen. Jeder kennt es, die Weltstadt zwischen Coburg, Bamberg, Bayreuth, in diesem Dreieck sitzen wir. Und jetzt mit der Produktion. Man will ja schon immer wahrscheinlich so ein bisschen das vermitteln, dass es ein holzartiger Werkstoff ist, oder? Da vorne habe ich gesehen, habe da so ein Material, da habe ich auch so eine Maserung schon drin. Sind das Holzspäne als Material, ein Holzmehl? Was ist denn der Grundstoff von der Holzseite dann? Wir fertigen unsere Produkte aus einem Materialmix aus 70% Holzfasern. Wir verwenden Kiefer und Fichte. Die Holzfasern sind Anfallprodukte der holzverarbeitenden Industrien. Wenn ich Holz verarbeite, irgendwo Späne an, die werden aufgekauft, die Späne aufbereitet, sodass wir das als Werkstoff wiederverwenden können. Aber es sind Holzfasern. Kunststoffanteil bei uns ist lebensmittelechtes PE. Der Herstellungsverfahren ist im Extrusionsverfahren. Das ist eine riesige Maschine mit einem Trichter, dort kommen die einzelnen Komponenten rein und wird dann mit einer Förderschnecke in Richtung Werkzeug gedrückt und unter Ausschluss von Sauerstoff mit Zufuhr von Druck miteinander verschmolzen und hinterher kommt dann eine fertige WPC-Diele raus. Thema Haltbarkeit, sagtest du 25 Jahre easy, ja. Wird bei Holz schon schwierig. Wie sieht denn das aus, 25 Jahre einfach die Holzdiele da liegen lassen? Oder beinhaltet das auch, dass ich zwischendurch mal nach 5 oder 10 Jahren hingehe, abbürste, neu lasiere oder irgendwas, Holzschutz auftrage oder... Wovon gehst du aus bei 25 Jahren? Das ist ja der besondere Unterschied und das, was der Werkstoff WPC auch ausmachen soll, dass man eben nicht streichen, ölen, pflegen muss. Wir stellen ein pflegefreies Produkt her. Das heißt, ich muss nur noch reinigen. Ich muss nicht reinigen, ich kann reinigen und ich habe dann die Möglichkeit sogar mit einem sehr, sehr hochwertigen Material, wie Natur & Form es herstellt, mit dem Hochdruckreiniger zu reinigen, mit sehr hohem Druck auch. Und das Material wird dadurch nicht beschädigt. Deswegen hat man dann einen Werkstoff, der wirklich Jahrzehnte hält und die Reinigung sehr, sehr einfach ist. Im Gegensatz zu einer Holzterrassendiele muss ich schon regelmäßig ran, um überhaupt die Lebensdauer auch auf Maximum dann zu bekommen. Und gleichzeitig, wenn ich anfange, eine Holzlasur, einen Holzschutz drauf zu machen, dann ist das hinterher beim Holz Sondermüll, weil ich habe dann holzschützende Materialien mit eingebracht, die ich hinterher gar nicht mehr recyceln kann. Wenn die jetzt an das Ende der Lebensdauer kommt, wie äußert sich das? Bricht die oder splisst die auf? Oder? Ich sag mal, im Regelfall ist es eigentlich so, dass es über den Lebenszeitraum, den wir skizzieren, 25 bis 30 Jahre, dass es wahrscheinlich wesentlich länger halten wird. Etwas länger als uns lieb ist dann auch. Und wir haben einfach da einen Werkstoff, der so lange hält und oft dann, wenn es einfach nicht mehr gefällt, ausgebaut wird. Okay. Hinterher die Entsorgung ist komplett geregelt bei uns. Das ist die Altholzkategorie A2. Das ist, wenn man zum Wertstoffhof geht, dort wo alte Schränke zum Beispiel reingeworfen werden. Ja, das wird ja deutlich getrennt. Und daraus kann man dann wieder Füllstoffe, Recycelstoffe machen und dem Kreislauf von verschiedenen Baumaterialien auch wieder zurückführen. Und jetzt Butter bei die Fische zwischen Daumen und Zeigefinger. Wenn ich jetzt mir überlege, okay, mache ich jetzt die Terrasse Bankirei oder mache ich WPC oder irgendwas anderes, also normale Terrassendielen, jetzt Bankirei ist ja schon ein hochwertiges Hartholz, ist ja auch sehr dicht. Ne? Wenn du da drauf klopfst, denkst du ja, da hast du einen Stahlträger in der Hand manchmal. Wie sieht das aus, so kostenmäßig? Ich sag mal, rein von den Materialkosten hat sich das die letzten Jahre etwas gedreht. Wir waren eigentlich vor noch 5-6 Jahren eigentlich von der Preislage ein bisschen on top über die guten, hochwertigen Hölzer. Und der Kunde hat sich dann meistens für nachhaltiges, gutes, langlebigeres Produkt entschieden. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gedreht und wir sind sogar preiswerter als die Holzart, mit denen wir uns immer gemessen haben. Deswegen ist es besonders interessant und attraktiv für den Kunden, sich jetzt tatsächlich für die Alternative zu Holz entscheiden, weil ich habe es A, günstiger, B, hält es länger und ich habe keine Unterhaltskosten, was Pflege angeht. Das ist wie gesagt nur reinigen mit einem Hochdruckreiniger und das ist ein hohes Qualitätsversprechen. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr eher WPC oder Echtholz? So Leute, bei den derzeitigen Kraftstoffpreisen könnte es jetzt gerade mal lukrativ werden, wenn ich das alles einpacken würde. Das Problem ist nur, das ist Leichtkraftstoff. Der ist nämlich so leicht, der ist gar nicht da drin, quasi, wegen Messe und Gefahrgut und so weiter. Sonderkraftstoff ist das Thema von Espen. Und da habe ich gedacht, da frage ich doch direkt mal nach. Die Leute waren so ein bisschen schüchtern, die wollten mich selbst vor die Kamera. Aber ich habe mich schlau gemacht. Punkt 1, bei unseren Kettensägentests ist auch immer wieder das Thema von wegen Sonderkraftstoffe wie Espen oder Motomix darfst du nicht bei einer gebrauchten Säge nehmen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Warum? Weil sich die Ölkohle lösen kann. Wenn da ordentlich Ölkohleablagerungen waren, da könntest du einen Kolbenklemmer haben. Wenn du nicht so viel Ölkohle hast, dann ist eigentlich das Risiko relativ gering.
Da wird sich ein bisschen was lösen, aber es geht dann so über den Auslass durch den Auspuff weg. Man hat mir auch gesagt, die Ölkohle bildet sich erfahrungsgemäß eigentlich nur, wenn du keine synthetischen Mischöle gemischt hast. Also wenn du jetzt Selbstmischer warst und du hast ein bisschen gespart, dann kann sich Ölkohle bilden. Bei vollsynthetischen Schmierölen ist das eigentlich ausgeschlossen, hat der Kollege mir auf jeden Fall erzählt. Und er sagte, dass das Öl, was die jetzt verwenden in Espen, so kriechfähig ist und so schmierfähig, dass das wirklich die Ölkohle unterwandert und dadurch tatsächlich Ölkohle gelöst werden kann. Das heißt, du solltest die Historie der Maschine kennen oder sie reinigen und dann kannst du problemlos auch auf älteren Maschinen Sonderkraftstoff fahren. Die Kollegen empfehlen natürlich generell hier Espen zu fahren. Motomix haben sie jetzt nicht empfohlen, weiß ich auch nicht warum. Aber was vielleicht einige gar nicht kennen, sind die anderen Kraftstoffe von Espen. Denn was man so kennt, ist Espen 2, also für Zweitakter. Kriegst du aber auch als Viertakter-Version, da ist natürlich kein Mischöl drin, aber es ist für Geräte, die man nicht oft benutzt. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, eine Schneefräse stand irgendwie 2 Jahre lang rum, dann kam Schnee, bei uns in den Gefilden ist das ja nicht so häufig, und dann sprang das blöde Ding nicht an, weil der Kraftstoff einfach alt war, war nicht zündfällig, musste ich den Kraftstoff erst wechseln und dann ging das auch. Blöd. Würde ich dafür nehmen. Und sie haben auch Espen D. Und Espen D ist im Prinzip Bananensprit. Also so im übertragenen Sinne, weil der Kollege hat mir gesagt, es ist aus Holz- und Bioabfällen wird es gewonnen. Hat man mir dann auch eindrucksvoll gezeigt, weil dieser Fisch, dem es da nicht so gut geht, der ist hier nicht drauf. Also brennen tut's, das wäre auch blöd, wenn nicht. Aber ansonsten ist hier alles relativ safe, wie bei den anderen Kraftstoffen auch. Die Frage ist, wofür sollst du das nehmen? Man sagte zum Beispiel, wenn du einen Stromerzeuger im Keller hast oder sowas. Irgendwas, wo es vielleicht nicht so riechen soll, denn dieser Dieselsprit ist komplett geruchsneutral und 5 Jahre lagerfähig. Und dann konnte ich noch einen Mythos aufklären, denn unsere Chinasägen, die wir hier und da mal getestet haben, die waren teilweise noch mit Mischungsverhältnissen von 1:40 oder 1:25 angegeben. Aber ich als alter Moped-Schrauer habe gesagt, Moment, da wir ja jetzt mit Motomix oder Espen auch komplett synthetische Mischöle fahren, die eigentlich eine höhere Schmierfähigkeit haben, hauen wir da jetzt einfach das rein, was ja eigentlich 1:50 ist. Und der Kollege hier am Stand sagte mir, überhaupt kein Problem, denn die garantieren mit Espen für alle Maschinen von Mischungsverhältnissen von 1:10 bis 1:100, das läuft. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal einen Mythos geklärt. So Leute, eben haben wir uns noch WPC-Dielen angeguckt. WPC geht so ein bisschen in die Holzrichtung, ist aber unter anderem kein Holz, so ein bisschen Holz. Jetzt hier bin ich gerade bei Villaroy und Boch und da denkt man natürlich vielleicht erstmal so an die Sanitärabteilung. Und dann gucke ich auf den Boden, das sieht aus wie Granit. Und ich denke aber, Villaroy und Boch, da sind ja die Kollegen, die so Keramik machen. Ne? Und ihr macht auch Keramik, weil es soll so aussehen wie Granit. Es soll aussehen in der Optik wie Granit, ist aber eine Keramikplatte. Wir sind ja einer der ältesten Fliesenhersteller der Welt. Aus diesem Bereich kommen wir, haben bis dato eben nur 1 Zentimeter gemacht. Die kann man relativ schwierig im Außenbereich verlegen, nur mit einem sehr hohen technischen Aufwand. Und vor 10 Jahren hat die Situation eingesetzt, dass sich die Keramikhersteller überlegt haben, wo können wir mehr Markt machen, und sind daher dann gekommen und haben diese Tests gemacht mit einer 2 cm Keramikplatte. Wir haben den großen Vorteil, dass wir eine Farbechtheit haben. Die Fliese, so wie sie jetzt hier liegt, wie sie Ihnen geliefert wird, wird auch nach 20 Jahren farblich genauso aussehen. Das ist natürlich der klare Vorteil einem Beton gegenüber. Wie sieht das jetzt zum Beispiel aus, wenn ich jetzt irgendwo Öl verschüttet habe oder sowas? Was ja bei einem Naturstein? Würde es einziehen. Würde es einziehen. Beim Beton würde es auch einziehen. Aber wir haben hier in unserer Keramik, beim Brennen wird eine Oberflächenbeschichtung mit eingebrannt, die Oberfläche komplett dicht macht, sodass nur noch eine Aufnahmefähigkeit von 0,05% herrscht, also im Prinzip gar nichts. Alles, was ich darauf verschütte, bleibt oben drauf stehen. Ich kann es auch am nächsten Tag ganz normal, herkömmlich wie beim Wischen, kann ich alle Oberflächenverschmutzungen wieder runternehmen durch diese Oberflächenbeschichtung, die hier drauf ist. Im Prinzip, wenn wir es mal so sehen, haben wir hier eine Fliese. Im Prinzip ist das eine Fliese, die einfach nur etwas stärker ist. Das sind ja 20 mm? 20 mm in der Stärke. Ist das Ende der Fahnenstange oder geht das noch dicker? 20 mm machen wir dort, wo wir sitzen oder gehen oder laufen. Wir machen auch einige von unseren Platten in 30 mm Stärke. Die zum Beispiel kann ich auch einsetzen als Einfahrt. Wenn ich die rechts und links beflanke mit einer Rasenkante oder mit einem Granitbord,
dass die eingefasst ist, dann kann ich eine 3 cm Platte auch mit bis zu 12,5 Tonnen befahren, also mit einem leichten LKW. Aber jetzt habe ich ja zum Beispiel bei Naturstein den Effekt, dass es Natur ist. Das heißt, ich habe ja keine Regelmäßigkeit aus dem Musterkatalog. Ja. Wie viele Variationen habt ihr hier, dass ich so eine Vielfältigkeit also darstellen kann? Das geht ein bisschen nach der Oberflächenbeschaffenheit. Wir haben hier eine Granitstruktur, das sind 16 verschiedene Bilder. Also im Prinzip jede 17. Fliese ähnelt sich erst wieder. Beim Beton sind es 12 Bilder, das heißt, dort würde jede 12. Fliese rein theoretisch sich wieder ähneln. Und dadurch, aber sie bleiben gleichmäßig. Okay. Nee, ich habe sie vorher in Form gebracht, indem ich sie eben auf ein gewisses Maß geschnitten habe. Und da ist dann eine Platte von der Längs- und Quergeschichte her absolut gleich. Und dadurch kann ich eben auch enge Fugen legen. Ich kann bis zu 2 mm die Platten aneinander legen. Okay, und Wiederholung, ich sag mal so, wenn du schlechte Augen hast oder schlechtes Gedächtnis, nach dem 17. Mal wiederholt sich das, kriegst du dann eh nicht mit. Genau. Ansonsten, was ist denn euer Argument? Ist das Hauptargument, ist es günstiger? Das Hauptargument ist, es günstiger als Naturstein. Ja. Es ist farbechter als Naturstein, weil Naturstein dunkelt nach. Einfach, wenn es da in der Sonne liegt, wird es heller. Liegt es da ein bisschen mehr im Schatten, wird es dunkler. Also ich habe eine Unregelmäßigkeit. Mir ist egal, wo ich die Platte hinlege, ob es beschattet ist oder ob es sonnig ist. Die Platte bleibt in der Oberfläche immer gleich in der Optik. Über was reden wir ungefähr so prozentual? Ich sage, jetzt habe ich hier die Platte in Granit, echt durchschnittlicher Preis. Was ist das so? Über was spricht man? Also wir haben hier in unserer UVP anfanglich bei 60 Euro der Quadratmeter, je nach Format bis 75 Euro hoch. Eine vergleichbare Granitplatte hat erstmal den Nachteil, sie ist nicht gleichmäßig dick. Ich muss also bei der Verlegung viel mehr jonglieren. Hier ziehe ich ein gerades Bett ab, lege die Platte rein, sie liegt. Und der Naturstein ist sicherlich noch 20-25% teurer. Rein das Grundmaterial, geschweige denn die Verlegung. Okay, das wirft bei mir immer ein Fragezeichen auf. Mit so Holzoptiken, gibt es ja auch im Fliesenbereich. Ja. Für mich jetzt nicht so nachvollziehbar, weil ich denke immer, okay, ich habe Stein, der aussehen wie Holz, dann mache ich Parkett, aber mache keinen Stein. Ist das immer noch trendy oder? Also wir haben im reinen Fliesenbereich immer noch 40% Holz. 40% Holz? Irgendwie verstehe ich das nicht, Leute, ne? Also dann macht euch doch Holz. Also ihr macht, klar, im Badbereich, aber wenn ich einfach sage, es ist halt kein Holz, dann ist es halt kein Holz, dann ist es eine Fliese. Ja, aber wir haben heute so gute Techniken in unseren Maschinen drin, dass das Holz auf der Fliese echt aussieht. Ja, aber es ist immer, es gibt auch andere. Natürlich. Es gibt andere Sachen, die sind auch nicht echt. Wenn du weißt, dass sie nicht echt sind, ist es nur noch halb so schön. Gebe ich dir eindeutig recht. Wenn Holz, dann mache ich Parkett rein. War ja auch kein Laminat, sondern genau, Parkett. Genau, da sprechen wir eine Sprache. Ich hasse Laminat, weil entweder ich mache Fliesen oder ich mache Parkett, aber kein nichts dazwischen, was mit Öl und Kunststoff und sonst irgendwas. Genau. Verschönert wird. In diesem Sinne seid ihr jetzt mal gefragt, wie ihr dazu steht. Ne? Ich finde das ja schon cool. Und auf den ersten Blick, ich hätte gedacht, das ist Granit. Und deshalb habe ich mich gefragt, will er euren Boch? Aber es ist eine Fliese. Rasenroboter haben wir uns ja schon angeguckt. Wenn es wieder so auf der konventionellen Schiene laufen soll, dann ist ja ein Aufsitzmäher auch ein guter Begleiter hier auf deinem Haus und Grund oder Parkanlage oder wo auch immer. Und der Bursche fiel mir gerade auf, denn zum einen hat er Allradantrieb, dann hat er auch wirklich so eine Agrarbereifung hier. Also nicht diese typische Rasentraktorbegreifung, die ja eher auf Bodenschonung ausgelegt ist. Aber Highlight auffällig hier, finde ich, du hast einen Grammasitz, der in sich ja schon gefedert ist, aber der hat nochmal ein komplettes eigenes Gestell mit einer richtig massiven Federung. Das ist auch hier eine Option. Ich finde es aber trotzdem interessant und preislich sind wir hier bei 16.000, 17.000 Euro, hat man mir gesagt, so in der Konfiguration. Aber daran sieht man, das ist natürlich auch ein Profigerät für Leute, die da wirklich 8 Stunden am Tag eventuell drauf sitzen. So, bei DeWalt sehe ich gerade auch eine Neuheit, die ist nicht ganz so brandneu, aber trotzdem ganz interessant, und zwar neue Akkus, ist 18 Volt, ist auffällig leicht und auffällig kompakt, sind nämlich Pouchzellen. Zum Vergleich, das sind ja jetzt hier 18650er Zellen, gehe ich mal von aus, nicht 21700. Und die sind natürlich rund, das heißt, du hast auch zwischendurch immer ein bisschen Luft. Im Endeffekt brauchst du einfach mehr Platz. Ja, und Pouchzellen sind so gefaltet, kennt man auch aus dem Modellbaubereich. So Lipo-Akkus arbeiten nach demselben Prinzip.
Ich finde es ganz interessant, wie die das Thema Thermomanagement hier so in den Griff kriegen. Bei Gelegenheit werde ich mir die Burschen auch mal in die Werkstatt holen. Ich habe auch gehört, es soll ein Äquivalent zum 5 Ampere Stunden Akku kommen, der dann auch entsprechend kompakter ist. Und das ist auch ganz neu. Das sieht ja aus hier wie so ein USB-Ladegerät, das man kennt. Hier steht 100 Watt drauf und entsprechend lädt er auch mit 100 Watt Leistung hier den Akku. Das heißt, wenn wir jetzt einen 18 respektive 20 Volt Akku hätten, dann würde der mit 5 Ampere geladen. Entsprechend ein 5 Ampere Stunden Akku wäre, naja, in einer guten Stunde voll. Und das Schöne ist aber, ich habe ja In und Out. Das heißt, ich kann hier den Akku als Powerbank verwenden. Sowas gibt es allerdings schon. Kennt ihr bei uns, aber ich habe jetzt hier den Eingang, um den Akku auch zu laden. Finde ich ganz pfiffig. Frage an euch, was haltet ihr davon, jetzt so einen Akku hier mit USB laden zu können? Finde ich eigentlich ganz praktisch. DeWalt lässt sich aber dieses Feature natürlich auch bezahlen. Laut Liste rund 150 Euro. Aber clever gemacht. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, Winkelschleifer FlexVolt haben wir euch auch schon häufiger gezeigt. Die Geräte haben ordentlich Iwan im Ärmel, vor allen Dingen brushless. Siehst ja, dicker Motor, hier alles schön schlank, finde ich gut. Hier auch der Kopf relativ flach, aber dem fachkundigen Betrachter dürfte auffallen, dass wir in der Scheibengröße hier ein bisschen variieren. Wir haben nämlich hier eine 180er Scheibe und DeWalt sagt, gerade zum Beispiel Dachdecker können das Ding dann gut verwenden, dann brauchen sie eventuell nicht immer den Kollegen da aufs Dach zu wuppen. Und akkutechnisch hätten wir einen würdigen Endgegner hier für den Winkelschleifer. Den Akku habe ich tatsächlich selber auch noch nicht hier in der Werkstatt gehabt bei uns. 15 Ampere Stunden, das dürfte dann aktuell der größte Akku sein in dem Segment. Ist ein FlexVolt Akku, das heißt kompatibel mit 18 Volt, aber natürlich auch 54 Volt. Aber 15 Ampere Stunden heißt natürlich krass Energiedichte, heißt auch ein bisschen Gewicht. Aber ne, wenn man sich mal gönnen will, ist natürlich jetzt hier für den Winkelschleifer nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Aber laufen wird er auch. So, ich habe noch was gefunden zum Thema Unkrautbekämpfung, weil wer kennt es nicht? Kilometerweise Schotterwege, die du auf Knien vom Unkraut befreist, indem du das rauspflückst oder rausreißt, was weiß ich. Nee, Scherz beiseite. Das Gerät habe ich euch, meine ich, schon mal auf der Agritechnica gezeigt, finde ich aber trotzdem auch immer wieder sehr interessant. Ist nämlich ein elektrischer Unkrautvernichter. Du hast hinten an dem Trecker einen 36 kW Stromerzeuger dran, der läuft über die Zapfwelle. Dann wird der Strom auf 8000 Volt hochtransformiert und dann hast du hier Plus, Minus, Plus oder umgekehrt. Da wird dann quasi über die Unkräuter und auch mit in den Boden ein Stromkreis erzeugt. Und das haben die Pflanzen nicht so gerne. Das finde ich nicht gut. Dann gehen die Zellen kaputt. Die Wirksamkeit, hat man mir erzählt, hängt dann nochmal maßgeblich auch davon ab, wie viel Stress die Pflanze im Nachgang hat. Das heißt, wenn dann sofort der Gärtner kommt und wässert wieder und schönes Wetter, ist es nicht so hundertprozentig von der Wirksamkeit. Aber wenn dann Hitze ist oder Kälte, dann kannst du damit hier wunderbar den Garaus machen, den Unkräutern und Gräsern. Der Vorteil soll vor allen Dingen auch sein, dass es recht universell ist, unabhängig von der Bodenbeschaffenheit und natürlich ohne Chemie. Ist aber auch ein bisschen preisintensiv, kostet 150.000 Euro ohne Schlepper. Dieser schöne Steyr-Schlepper, nochmal 150 dazu. So, jetzt bin ich bei HKL am Stand und ich habe eine Innovation gefunden. Hat man mir eben erklärt, aber ich denke, das Prinzip ist relativ leicht verständlich und der Clou ist offensichtlich, denn du hast hier so Fahrplatten, so Fahrbahnplatten. Wenn du jetzt zum Beispiel Tiefbauer bist, machst mal eben ein Loch. Das muss ja über Nacht zumindest abdecken, dass keiner reinfällt oder ein Auto oder ein LKW drüber fahren kann. Und das Problem kennen vielleicht auch einige Leute, die mit den Dingern hantieren. Sie sind nämlich relativ schwer, denn sie sind aus Stahl. Solide Stahlplatten. Und diese Plattensammlung, die ist insgesamt ein bisschen leichter, denn die sind aus Kunststoff. Und dieses Teil hier kann 44 Tonnen aushalten. Das heißt also, ich kann auch mal hüpfen. Diese hier gibt es auch noch, sehen etwas kompakter aus, bis 3,5 Tonnen. Das Schöne ist, die kannst du im Prinzip mit zwei Leuten einfach auch handeln. Kannst du abladen, aufladen. Und dann hier, ist eigentlich auch ganz clever gemacht, hast du diese Griffe. Die kannst du jetzt einfach hier reinmachen und jetzt könntest du das Ding anheben. Also wenn jetzt Not am Mann wäre, könnte ich vielleicht auch alleine irgendwie rumwuppen. Und das Thema ist ja immer CO2-Einsparung und hier hast du es tatsächlich, denn du brauchst keinen Bagger zum Aufladen, zum Abladen. Das heißt, das einzige CO2 ist das, was du hier ausgast. Bin ich erleichtert. So, hinter uns haben wir was für einen Winterdienst, weil ich würde mir denken, wenn ich jetzt Galabauer bin, im Winter ist ja vielleicht weniger zu tun, da könnte ich ja mal nochmal Winterdienst mitmachen oder mein Firmengelände ist so groß, dass ich einen eigenen Winterdienst brauche. Und ein schönes Beispiel ist eben dieser Jimny, den hat Taubenreuther ausgerüstet mit einem Streuer hinten und einem Schneepflug vorne. Gleichzeitig hat man hier noch so ein bisschen umgebaut am Fahrzeug selber, zum Beispiel hat man Airlocker eingebaut, also Differentialsperren vorne, hinten, komplett gesperrt.
aber man hat mir gesagt, das brauchst du eigentlich nicht mal, weil selbst so mit seinem normalen Allrad und sogar ohne Ketten würde der für den Winterdienst schon einsatzfähig sein. Schneepflug selber hat eine Breite von 1,83 Meter und mich als jemand, der da jetzt im Thema nicht so drin ist, hat der Preis überrascht. So 18.000, 19.000 Euro für den kompletten Umbau ohne die Sperren, aber so als Winterdienst. Das heißt, rund 20.000 auf dem Tisch und ab geht's mit Winterdienst. So Mädels, ich habe mir jetzt mal gerade noch mal richtig ein geiles Ding hier irgendwo besorgt, organisiert. Es ist das größte Ladegerät der Welt, wahrscheinlich. Zumindest 6 Akkus, die du nebeneinander stehen hast. Wir haben ja zum Beispiel einen Lader von Bosch, ich glaube, der hat auch 6, aber so gegenüber in so einem Kreise, in so einem Karussell. Und hier hast du sie einfach nebeneinander schön übersichtlich. Das Ding ist nur, du lädst die Akkus nacheinander. Also alle gleichzeitig laden würde nicht funktionieren. Sieht aber, finde ich, schon schäffig aus. Die Akkus, die man damit lädt, sind 60 Volt. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Kettensäge mit 60 Volt. Die sah für mich im ersten Moment verdächtig nach der Milwaukee aus. Würde aber nicht so ganz passen, weil Milwaukee ist 18 Volt. Hier sagt man aber auch, man hat 2 kW. Wäre mal interessant, vielleicht sowas auch mal zu battlen in unserem Kettensägen-Duell. Wenn es aber professioneller werden soll, habe ich mal hier geguckt. Hier ist die Profi-Serie von Toro. Das finde ich zum Beispiel ganz interessant. Du hast hier quasi so ein Backpack. Kennt man auch von anderen, aber da ist das Backpack quasi schon der Akku. Und hier hast du den Backpack wie eine Akkuhalterung. Das Clevere ist aber, wie ich finde, du hast diesen Akku, den kannst du ganz regulär mit allen Maschinen hier verbinden, also beispielsweise auch direkt in die Heckenschere. Aber das ist natürlich Gewicht. Und da kannst du jetzt einfach den Akku hier reinmachen. Ein oder zwei ist dann egal. Und dann nimmst du das Kabel und dann musst du diesen Adapter haben, der quasi das Backpack, deinen Rucksack, mit der Maschine verbindet. Und dann habe ich mich noch gefragt, wie Toro eigentlich ausgesprochen wird, ob das jetzt Toro oder Toro. Die Firma kommt aus den USA und das ist eigentlich ein Wortspiel, weil man hat mir gesagt, die haben einen Flug erfunden mit irgendwie 2 Scharen und konnten damit 2 Reihen flügen in eins, also 2 Rows. Und daher leitet sich der Firmenname ab. Haben wir wieder was gelernt. Optimales Wissen für den nächsten Galabauer Smalltalk. Was ist denn hier los, bitteschön? Akkuschrauber? Nicht mit so einem normalen schönen Holzbohrer, sondern eine Bohrnadel. Der Herr ist heute etwas feiner unterwegs. Aber Akkuschrauber wäre, glaube ich, auch ein bisschen untertrieben, denn ich sehe hier so einen Fahrtenschreiber, will ich nicht sagen, aber es wird irgendwas aufgezeichnet. Es bleibt spannend, es wird spannend. Ich habe keine Ahnung, aber der Kollege. Wir sind jetzt hier, wie man unschwer erkennen kann, an einem Baumstamm. Den habt ihr ordentlich schön abgesägt, sehr sauber übrigens. Habt ihr hier nochmal geschliffen oder was? Ja, tatsächlich. Extra nochmal geschliffen, damit man auch wirklich die feinen Annoncen erkennen kann, der Fäule, die hier drin ist. Ich bin ja jetzt nicht der Baumpflege-Experte, das seid ihr wiederum. Was macht ihr? Genau, wir sind Hersteller von Bohrwiderstandsmessgeräten, dem Resi. Das Prinzip basiert auf der Bohrwiderstandsmessung. Wir bohren mit einer feinen Nadel ins Holz und zeichnen die Kraft auf, die benötigt wird. Und bei gesundem Holz ist die Kraft größer und bei defektem Holz ist die Kraft kleiner. Das heißt, wir können aus unserem Messschrieb erkennen, wie viel gesundes Holz noch vorhanden ist am Baum. Jetzt verstehe ich das. Ich habe erst gedacht, weil ihr hattet da hier das irgendwie aufgezeigt. Da dachte ich, ihr macht irgendwie mit wie so eine seismografische Schwingung, dass ihr irgendwie das anregt und guckt, was kommt zurück oder so. Das ist unser anderes Gerät, der Schalltomograph. Damit erzeugen wir einen Schall rund um den Baum an verschiedenen Messpunkten und messen die Geschwindigkeit des Schalls. Von Messpunkt zu Messpunkt. Okay, und das ist ja auch je nach Dichte des Holzes. Genau. Ist die Schallübertragung auch langsamer oder schneller? Genau, man kann sich das vorstellen, wenn man auf einen holzigen Baum haut mit dem Hammer, da hört man einen schönen Klang. Und wenn der hohl ist, dann ist das Ganze sehr dumpf. Und dementsprechend verbreitet sich der Schall langsamer und braucht länger. Und das wird gemessen und ein Bild erstellt, ein zweidimensionales. Muss ich gerade dran denken, ich habe bei meiner Enduro gerade die Speichenräder neu gemacht und da gehst du auch hin mit so einem Schlüssel und klopfst überall. Und mal klingt es halt hell, dann ist gut und wenn es... Dein Magen knurrt. Dann grüß an den Tontechniker. Quiet on the set, let's get it. Wenn es da dumpfer klingt, ist die Speiche zu locker. Genau. Also hier ist dann der Baum zu locker. Ja, quasi so. Zu hohl oder zu faul. Wir haben jetzt hier eine wunderschöne Buche und jetzt, wo du es sagst, ist natürlich klar, das sieht nicht mehr normal aus. Ne? Ich sag mal, wenn du jetzt hier Holzbohlen rausmachen würdest, dann würde der Tischler sagen, was soll ich damit? Genau. Ab in den Ofen. Richtig.
Ich meine, hier sehen wir natürlich, was hier vorgeht. Aber Sinn der Sache ist es natürlich, beim lebenden Baum zu erkennen, was geht da drin vor sich, wie groß ist der Schaden schon und ist der Baum noch sicher? Weil unsere Stadtbäume müssen sicher sein. Das ist die sogenannte Verkehrssicherungspflicht, die eine Stadt hat oder die auch ein Grundstückeigentümer hat. Er muss dafür Sorge tragen, dass der Baum sicher ist und nicht auf einmal umbricht. Ist das ja hier eigentlich ein schönes Beispiel, ne? Denn ich sehe ja im Prinzip hier so einen Ast, aber der ist komplett ausgehöhlt und faul. Genau. Das heißt, der bricht dann bei einem nächsten Sturm, macht's knack. Könnte abbrechen, genau. Und mit dem Bauwiderstandsmessgerät können wir eben mit unserer Messung dann entscheiden, wie viel Restwand ist noch vorhanden. Das ist jetzt das gleiche Prinzip, aber sieht noch spaciger aus. Genau. Also damit könntest du bei Men in Black auch gut an den Start gehen, oder? Ja, definitiv. Hast jetzt hier Schussstärke plus 4, 4100 Schuss pro Minute. So ungefähr. Also das ist unser Vorschub, unsere Vorschubgeschwindigkeit. Bei weicheren Hölzern bohren wir schneller und bei härteren Hölzern langsamer. Hier haben wir unsere Neigung in Grad, damit wir immer genau wissen, ob wir zum Beispiel waagrecht bohren oder schräg in einen Wurzelanlauf. Der Unterschied zu unserem Vorgängermodell, zu der F-Serie, ist, dass wir hier ein rein mechanisches Gerät haben. Hier wird die Messung auf einem Wachspapierstreifen aufgezeichnet. Und wir können den Streifen danach digitalisieren. Das ist unser Vorgängermodell. Wie realisiert der denn den Fortschritt oder die Kraft? Hat er einfach eine konstante Kraft, die er rausgibt und dann wird quasi über eine Feder oder so? Genau, also wir müssen immer Vollgas geben an der Bohrmaschine und dann wird durch eine Feder hier der Bohrwiderstand aufgezeichnet. Und bei dem digitalen Gerät ist es dann so, dass wir die Stromaufnahme messen der Motoren und das wird abgezeichnet als Messkurve. Können wir das denn mal ausprobieren? Ja klar, gerne. So. Also ich setze hier an. Genau, am besten wir bohren mal hier, dann können wir schön diesen Hohlraum mal vermessen. Ja. Wichtig ist, gut dagegen zu drücken. Wir haben hier einen Sicherheitstaster und dann einfach einmal kurz die rote Taste drücken, dann startet die Messung von ganz alleine und fährt das Gerät macht alles von selbst und fährt zurück. So, ready, steady, go. Ah, prüfe Nadel. Genau, es geht jetzt relativ schnell. Wir können jetzt auch hier sehen, wie die Nadel im Hohlraum sich bewegt. Ach krass. Die Nadel trifft. Die ist jetzt gerade aber abgelenkt worden. Die Nadel ist wieder aufgetroffen auf der anderen Seite und zieht dann automatisch zurück. Okay. Grund dafür ist, dass unsere Bohrnadel sehr flexibel ist. Die ist also biegsam auch. Also erstmal war ich ein bisschen platt, wie schnell das geht. Kann ich die anfassen oder ist die so scharf, dass... Nee, die kannst du anfassen, das ist gar kein Problem. Ich habe jetzt so ein bisschen im Kopf gedacht, ist jetzt wie als wenn ich jetzt wirklich mit einem normalen Holzbohrer da bohre. Da hast du ein bisschen Gegenmoment, aber das war also wie beim Doktor, so der Piekser, den merkst du auch nicht. Genau. Also vielleicht demnächst ja statt hier mit dem, machst du da mit dem. Genau, also wir wollen auch gar nicht den Effekt von einem Spiralbohrer, weil beim Spiralbohrer wird ja die Bohrspäne aus dem Loch rausgetragen. Und die Bohrnadel ist speziell so konstruiert, dass die Bohrspäne im Bohrkanal bleibt. Wenn man jetzt versucht... Stimmt, die Nadel ist ja dünner als das. Das heißt, du hast den Zwischenraum, wo die Bohrspäne verbleiben können. Die legt sich um den Bohrnadelschaft, legt die sich rum. Und wenn wir die Nadel rausziehen aus dem Bohrloch, bleibt die Bohrspäne auch im Bohrkanal. Das kann man ganz gut merken, indem man mal die Nadel hier versucht, in das Bohrloch wieder zu stecken. Das geht gar nicht. Also das ist wieder komprimiert. Und das dient dann dazu, wenn der Baum jetzt noch heile ist, dass er dann nicht anschließend da fault oder irgendwas? Genau, einfach um das Bohrloch wieder zu verschließen. Ein lebender Baum, der überwächst das Ganze natürlich wieder. Also diese Messung, die ist innerhalb von kurzer Zeit auch wieder überwachsen. Ist so wie Ohrlochstechen wahrscheinlich. Genau. Du, guck mal, ich hatte mal. Aber auch ordentliche. Das überwächst auch noch. Das dauert aber noch. Dauert noch. Und jetzt hier der Screenshot von der Messung. Wie bringst du den jetzt wieder? So, also wir sehen jetzt hier direkt auf dem Gerät unsere Messung. Hier haben wir einen schönen Widerstand im gesunden Holz. Hier unten ist die Zentimeter-Skala. Kurz nach 5 cm fällt die Kurve also auf 0 ab. Das heißt, hier haben wir keinen Widerstand mehr. Daraus können wir dann schließen, es ist ein Hohlraum. Passt ja auch dann, ne? Ja, oder tatsächlich so zersetztes Material, dass wir da einfach durchbohren können.
Und die Konsequenz jetzt, weil du sagtest, Verkehrssicherungspflicht bei einer Kommune, die würden sagen, okay, wir müssen noch mal gucken, wie es hier aussieht, aber zumindest der müsste schon mal ab. Kann man so pauschal jetzt nicht sagen. Man muss natürlich immer betrachten, wie lang ist der Ast, was für eine Last ist da dran, was für eine Krone habe ich, was für eine Windlast. Also das sind sehr viele Faktoren auch abhängig dafür, was macht man. Man kann einen Baum dann auch sehr lange noch erhalten mit Schnittmaßnahmen, mit Einkürzungen. Und das entscheidet dann eben der geübte Baumprüfer, der auch die entsprechende Ausbildung dazu hat, dieses Risiko dann einzuschätzen. Jetzt so zwischen Daumen und Zeigefinger, ungefähr Preis von so einer Einheit hier? Also so ein Komplettsystem, da liegen wir bei um die 6.000, 6.500 Euro. Netto. Mehrwertsteuer, genau. Okay, Bosch-kompatibel mit Bosch-Akkus. Genau, Bosch-Standardtechnik. Aber in diesem Paket ist dann auch alles mit drin, im Koffer mit Akkus, Ladegerät, Zubehör, Werkzeug. Diese Geschichte? Diese Geschichte liegt bei ungefähr 3.000 Euro netto als Neugerät. Aber hier sind die generalüberholten Geräte auch sehr beliebt als Einstiegsgerät. Da liegen wir so knapp über 2.000 Euro netto und haben dann vom Hersteller ein generalüberholtes Gerät im Top-Zustand mit Garantie. So, jetzt wissen wir auch, was das für ein abgefahrenes Gerät ist. Wieder mal so eine Sache, denkst du gar nicht dran, wenn du so als normaler Mensch durch die Welt gehst. Aber deswegen sind wir ja hier. So, jetzt sagt der Alexander mir aber gerade noch, der Vorteil bei dem Gerät ist ja, du hast es jetzt digital. Das heißt, deinen Messschrieb hast du jetzt auf dem Tablet, ne? Genau, wir können also im Anschluss der Messung direkt unsere Messdaten übertragen aufs Tablet. Drahtlos, oder? Genau, über Bluetooth. Und können dann hier unsere Messung dokumentieren. Wir können eine Bewertung vornehmen mit mehreren Farben, damit auch der Laie sofort sieht. Rot ist schlecht, grün ist gut. Man kann einen Text hinzufügen und das Ganze als PDF dann abspeichern, damit man den Nachweis auch hat, dass man dort was geprüft hat und was man eben geprüft hat. Jetzt hattest du ja vorhin auch das Verfahren mit dem Schall erklärt. Wann mache ich jetzt das und wann mache ich das mit dem Schall? Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das kommt auch ein bisschen auf die Präferenz des Gutachters an. Manche bohren lieber, manche schallen lieber. Beide Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile. Was bringt mehr Geld für den Gutachter? Oh. Schallen wahrscheinlich. Das ist auf jeden Fall komplizierter. Ja, sieht auch besser aus. Ja, man hat halt ein farbliches Bild natürlich. Es sieht anders aus. Aber aus beiden Verfahren kann man eben seine Schlüsse ziehen und dann eben die Maßnahmen für den Baum entsprechend einleiten. Wir können nicht nur Bäume prüfen, sondern auch Holzkonstruktionen, Fachwerkhäuser, Fußgängerholzbrücken und sogar Unterwasser. In der Stadt Amsterdam zum Beispiel wird unser Gerät eingesetzt, um Holzpfähle unter Wasser zu bohren. Das Gerät wird mit Druckluft versorgt, damit kein Wasser reinkommt, und so gehen die Taucher dann in die Grachten unter Wasser und bohren die Holzpfähle, auf denen die Stadt steht, damit die Stadt nicht irgendwann untergeht. So, Freunde, ich bin schon ein bisschen lost. Messe ist vorbei, zumindest für uns. Ich habe noch längst nicht alles geschafft. Es war mal wieder echt super aufregend. Jetzt gehen die Messepartys los, leider ohne uns, weil meine Party findet jetzt auf der Autobahn statt. Ich muss nämlich nur nach Hause. Und da fällt mir ein, Baumaschine, habe ich gesagt, aber haben wir gar nicht geschafft. Wir haben so durchgerockt heute, aber Baumaschine werden wir uns demnächst wiedersehen auf der Bauma in München im Oktober. Da bin ich nämlich eine ganze Woche. Vielleicht sehen wir uns da ja. Ansonsten interessiert mich mal wieder natürlich eure Meinung, eure Kommentare zum Video und was eure Highlights waren aus dem Video. Ne? So, in diesem Sinne, jetzt ist aber auch Schluss hier. Was soll es kosten, das Set? UVP mit Mehrwertsteuer oder ohne? Ohne. Ja, ohne 100. Und 123 mal 1,19 sind 146,70. War ein Scherz. 146,37, wo waren wir gerade? Ich habe 146,70 gesagt. Ja, ungefähr.